Es ist 19:30, hier ist die Zeit im Bild. Meine Damen und Herren, guten Abend. Überraschung beim EU-Gipfel. Ungarns Premier Orbán lenkt ein und ermöglicht weitere Hilfe für die Ukraine. Warum diese Wende? Dazu Live-Schaltungen nach Brüssel und nach Budapest. Die Inflation in Österreich sinkt deutlich. Momentan liegt die Teuerung bei nur noch 4,5%. Wird das Leben wieder erschwinglicher? Und wir produzieren immer mehr Plastik. Bis 2060 verdreifacht sich der dadurch entstehende Müllberg. Lässt sich das verhindern? Sonne und Schauer bringt das Wetter morgen. Die Ukraine bangt mehr denn je um Hilfe für die Abwehr der russischen Angreifer, aber die EU stellt jetzt doch weitere 50 Milliarden Euro auf. Ein Beschluss, der schon im Dezember gefasst hätte werden sollen. Und auch heute haben viele nicht damit gerechnet. Denn Ungarns Premier Orbán hatte sich gegen diese Hilfe lange quergelegt. Seine Blockade hat er heute aber aufgegeben und damit für eine unerwartete Wendung gesorgt, berichtet aus Brüssel Robert Siegmund. In Brüssel haben heute nur mehr die Bauern blockiert und zwar die Straßen, nicht mehr Viktor Orbán. Und tatsächlich, als heute am späten Vormittag EU-Ratspräsident Charles Michel in den sozialen Medien verkündet, dass man sich nun doch zu einer Einigung aller 27 EU-Staaten für 50 Milliarden Ukraine-Hilfe aus dem EU-Budget durchringen konnte und Ungarns Regierungschef Viktor Orbán seine Blockade dieser Hilfe, die er eigentlich ja für sinnlos hält, final aufgibt, sind Überraschung und Erleichterung groß. Für Kommissionspräsidentin von der Leyen ist Europa dadurch stärker geworden. Today Europe got stronger. Viktor Orbán ist jetzt mit an Bord. Das ist aus meiner Sicht ein Verhandlungserfolg, natürlich auch der Kommission, des Ratsvorsitzes. Und auch wenn etliche Diplomaten finden, dass sich im heutigen Beschluss nicht so wahnsinnig viel seit Dezember geändert hat, verkauft Orbán das heutige Ende seines Widerstands mit angeblich besseren Kontrollmechanismen und behauptet gar, dass kein ungarisches Geld in die Ukraine gehen wird. Belastbar hingegen ist jedoch die Annahme, dass Orbáns Schwenk vor allem durch den Druck der Großen, Deutschland, Frankreich, Italien, gelingen konnte. Genau die Regierungschefs dieser Länder freuen sich heute auch am lautesten. Gute Botschaft für die Europäische Union, gute Botschaft für die Ukraine und für mich deshalb heute die Zusammenfassung, das war ein sehr erfolgreicher Gipfel. Auch die Ukraine zeigt sich hoch erfreut über den weißen Rauch aus Brüssel. Und darüber wollen wir jetzt mit unseren Korrespondenten in Budapest und in Brüssel sprechen. Raffaella Scheidreiter. Orbán hat heute also für große Überraschung gesorgt. Sein Einlenken hat er zuletzt immer an Bedingungen geknüpft. Was hat er diesmal bekommen? Der Beschluss heute sieht vor, dass die EU-Staats- und Regierungschefs in 2 Jahren die EU-Kommission auffordern können, genau zu kontrollieren, wie die Ukraine diese Hilfsgelder verwendet. Allerdings die Auszahlungskriterien für das Hilfspaket sehen das so oder so vor. Da geht es ja um 50 Milliarden Euro in den nächsten 4 Jahren, 33 Milliarden davon Kredite und 17 Milliarden Zuschüsse. Und so lautet der Tenor heute nach dem EU-Gipfel. Man sei da Viktor Orbán in keinster Weise entgegengekommen, denn er wollte ja eigentlich Jahr für Jahr ein Veto einlegen können für weitere Auszahlungen. Und so sehen wir aber auch, dass Viktor Orbán diesen Beschluss für sich, für seine Wähler zu Hause ganz anders auslegt. Er hat sich heute auch nicht den Fragen der internationalen Presse gestellt, sondern lieber eine eigene Videobotschaft für seine Wähler produzieren lassen. Und darin sagt er, er habe heute sichergestellt, dass kein EU-Geld vorgesehen für Ungarn in die Ukraine fließen wird, was er dann nicht dazu sagt, das Geld, von dem er spricht, das hält die EU-Kommission gerade zurück wegen Korruptionsbedenken in Ungarn. Ja, ist das so, Ernst Gellex in Budapest? Wie erklären Sie sich diesen Schwenk Orbáns? Ja, das ist so. Raffaella Scheidreiter hat schon zum Teil vorweggenommen. Viktor Orbán versucht das jetzt natürlich als Erfolg hier in diesem Land zu verkaufen. Aber ich kann mir vorstellen, dass Orbán gespürt hat, dass die Stimmung immer feindseliger gegen ihn wird und dass er mit seiner Blockadehaltung nichts erreicht für Ungarn. Auf keinen Fall die Freigabe der blockierten Fördergelder in der Höhe von rund 20 Milliarden Euro. Und er dürfte eine spontane Entscheidung getroffen haben. Er dürfte niemanden in Budapest informiert haben. Anders ist es nicht zu erklären, dass weder die Propagandapresse hier in diesem Land noch der Kanzleiminister schlüssig und nachvollziehbar erläutern konnten, was Orbán da bewogen hat, einzulenken. Der Kanzleiminister ist vor der Presse gestanden und hat minutenlang herumgeschwurbelt und letztlich gesagt, er kenne keine Details. Orbán verkauft das jetzt als Erfolg. Er sagt, er konnte sicherstellen, dass alle 2 Jahre die Hilfszahlungen überprüft werden.
und er konnte sicherstellen, dass Geld, das eigentlich Ungarn zusteht, nicht nach Kiew fließt. Orbán hat ja immer wieder gesagt, dass die blockierten Gelder für Ungarn nach Kiew fließen. Eine Behauptung, die jeder Grundlage entbehrt, aber die Propagandapresse hat das immer so berichtet und die Propagandapresse hat jetzt auch schon Grund zum Jubeln. Sie sagen, Orbán hat es geschafft, dass kein ungarisches Geld nach Kiew fließt. Raffaella Scheidreiter, einmal noch zu Ihnen in Brüssel. Orbán ist mit seinen Forderungen diesmal auf jeden Fall nicht durchgekommen. Was heißt das aber jetzt für die zukünftige Zusammenarbeit in der EU? Hofft man da möglicherweise auf mehr Einigkeit in der Ukraine-Politik? Hier in Brüssel rechnen die meisten Beobachter schon damit, dass Orbán auch mit seiner Hinhaltetaktik weitermacht, schaut, wie er die Grenzen ausloten kann. Heute ist es ihm nicht gelungen. Aber offiziell legt er ja immer Argumente vor, die eigentlich schwer zu entkräften sind. Er sagt, er will lange und ausgiebig über weitere Ukraine-Hilfe diskutieren, weil er sei ja dafür, dass der Krieg aufhöre, dass der Frieden endlich wieder einkehre. Aber das sind Argumente, die ihm viele Kritiker als Vorwand auslegen, vor allem wegen seiner Putin-Nähe. Was Viktor Orbán mit dieser Inhaltetaktik aber immer wieder schafft, er bekommt Aufmerksamkeit, er bekommt eine mediale Bühne. Raffaella Scheidreiter und Ernst Gelex, vielen Dank für diese Einschätzungen. Kommen wir jetzt nach Österreich. Da geht die Teuerung jetzt deutlich zurück. Im Jänner lag die Inflation nur noch bei 4,5%. Und das ist der niedrigste Wert seit Dezember 2021, also seit mehr als 2 Jahren. Eine Trendwende scheint also tatsächlich geschafft zu sein. Die gute Nachricht, die Teuerungsrate sinkt. Die schlechte Nachricht, das bedeutet nicht, dass die Preise generell sinken, nur dass sie weniger stark steigen. Das merken viele beim Einkaufen oder im Kaffeehaus. Jetzt habe ich gerade für einen Kaffee und für ein Stück Kuchen 8 € bezahlt. Da überlege ich mir schon auch beim Kaffee manchmal, gehe ich jetzt um 4,90 oder 5,10 einen Kaffee trinken oder fahre die 5 Stationen heim und mache mir zu Hause einen Kaffee. Ja. Früher sind wir um 100 Euro einkaufen gegangen, alle 10 Tage. Und jetzt gehen wir halt um 140 oder 160. Im Jänner sind die Preise weniger stark gestiegen als zuletzt. Vor allem die Haushaltsenergie war vor einem Jahr noch deutlich teurer. Trotzdem, in Österreich sinkt die Inflation langsamer als in anderen Euro-Ländern. Ein Grund dafür seien die langfristigen Energielieferverträge, sagt der Finanzminister. Wir sind später bei der Inflation nach oben gegangen, weil eine gewisse Preissicherheit da war. Jetzt merken wir natürlich, dass der umgekehrte Effekt auch da ist, dass die Haushalte, die Unternehmen später aus den Energieverträgen rauskommen. Um die Inflation einzudämmen, hat die Regierung die Strompreisbremse verlängert. Gänzlich neue Maßnahmen seien nicht geplant. Bei vielen bleibt die Hoffnung, dass künftig am Ende des Monats mehr Geld übrig bleibt, etwa für den Kaffeehausbesuch. Auch wenn eine wirtschaftliche Kennzahl die Teuerung ins Positive dreht und die Preise, wie gerade berichtet, nicht mehr so sehr ansteigen, eine andere Kennzahl entwickelt sich nicht so gut. Es ist die Arbeitslosenrate, die steigt deutlich an. Das heißt, mehr Menschen als vor einem Jahr suchen derzeit einen Job. Im Jänner waren in Österreich 421.000 Menschen arbeitslos gemeldet oder in einer AMS-Schulung. Das sind 31.000 mehr als ein Jahr zuvor. Besonders stark war der Anstieg in Oberösterreich, in der Steiermark und in Vorarlberg, also in jenen Bundesländern, in denen es besonders viele Industriebetriebe gibt. Deutschland wird in der Wahrnehmung vieler mittlerweile zu einem Streikland, wie wir das in den letzten Jahrzehnten nicht gekannt haben. Im Jänner etwa gab es nur 13 Tage ohne Arbeitsausstand. Heute hat die Gewerkschaft der Luftsicherheitskräfte 11 deutsche Flughäfen lahmgelegt mit enormen Folgekosten. Was ist los in unserem ehemals so berechenbaren Nachbarland? Andreas Pfeiffer berichtet. So viel Stillstand kann sich ein Land in der Rezession eigentlich gar nicht leisten. Heute sind in Deutschland 1.100 Flüge ausgefallen. Morgen ruht der öffentliche Nahverkehr. Vorgestern endete nach 6 Tagen der Streik der Eisenbahner. Und im Bundestag lehnt die Opposition jeden Aufruf zur Zusammenarbeit ab. Diese Aufrufe sind nichts anderes als reine politische Rhetorik. Sparen Sie sich und uns die Zeit. Wenn Sie dann mal kritisiert werden, dann sind Sie eine Mimose. Ich finde, wer boxt, der soll kein Glaskinn haben. Aber Sie haben ein ganz schönes Glaskinn, Herr Merz. Sie können Deutschland nicht gut regieren und Sie wollen es nicht. Sie richten es zugrunde. Und ich sage Ihnen auch, warum. Weil Sie Ihr eigenes Land
weil sie Deutschland hassen. Diese Regierung hasst Deutschland. Deutschland streitet und streikt. Mittlerweile ist also auch das moderate Deutschland von einer großen Gereiztheit erfasst. Das Krisenmanagement, aber auch die Uneinigkeit einer Drei-Parteien-Regierung befördern den Protest, auch am rechten Rand. Und wirtschaftlich kann sich das Land nicht mehr auf russisches Erdgas und chinesische Absatzmärkte verlassen. Die deutsche Zeitenwende ist auch eine Zumutung. Berichtet Andreas Pfeiffer aus Berlin. Vor diesem Hintergrund nehmen sich Probleme im österreichischen öffentlichen Verkehr natürlich geringer aus. Aber Einschränkungen bei den ÖBB gibt es auch bei uns. Noch vor kurzem haben die Bundesbahnen mit einem neuen Fahrplan zur Attraktivität des Bahnfahrens beitragen wollen. Aber dann kamen Nachrichten von überfüllten, verspäteten oder ausgefallenen Zügen. Jetzt gibt es einen Notfahrplan mit weniger, aber vielleicht dann doch pünktlichen Verbindungen. Bei den ÖBB war zuletzt nicht immer alles auf Schiene. Überfüllte, verspätete oder gecancelte Züge sorgten immer wieder für Ärger bei den Fahrgästen. Der Bahnkonzern macht Lieferverzögerungen bei Ersatzteilen und neuen Zugsgarnituren sowie generell mehr Züge in Werkstätten als geplant für die Probleme verantwortlich. Das führt dazu, dass wir, um für unsere Fahrgäste Verlässlichkeit sicherzustellen, uns entschlossen haben, 50 von den 2700 Nahverkehrszügen in der Ostregion temporär aus dem Programm zu nehmen, damit der Rest der Züge verlässlich für unsere Fahrgäste zur Verfügung steht. So werden ab 12. Februar unter anderem auf der Nordwestbahn zwischen Korneuburg und Wien Verbindungen gestrichen. Auf der Südbahnstrecke zwischen Wien und Wiener Neustadt kommen kleinere Züge zum Einsatz. Mit der Fahrplanänderung soll sich auch die Fahrgastinformation verbessern, etwa wenn Züge verspätet sind. Wir haben die Situation, dass durch die ungeplanten Abweichungen und Störungen, die auftreten, auch unsere Informationssysteme an die Grenze der Überforderung gelangen. Frühestens im April sollen die Züge dann wieder wie gewohnt fahren und der Fahrplan insgesamt werde überprüft. Weitere Anpassungen sind also nicht ausgeschlossen. In den USA müssen sich die Chefs von Social-Media-Giganten wie Facebook, TikTok oder X derzeit vor dem Senat verantworten. Den Konzernen wird vorgeworfen, zu wenig für den Schutz von Kindern und Jugendlichen zu tun. Diese werden im Netz immer mehr sexualisierter Gewalt oder Online-Mobbing ausgesetzt. Die Anhörung verlief gereizt und sehr emotional, wie jetzt Thomas Langpaul aus Washington berichtet. Alle Jahre wieder müssen sich die Chefs der großen Social-Media-Plattformen im US-Kongress verantworten. Diesmal mit im Saal die Eltern von Kindern, die nach Bullying, Online-Bloßstellung oder Erpressung keinen Ausweg mehr gesehen haben und sich das Leben genommen haben. Have you apologized to the victims? Haben Sie sich bei den Opfern entschuldigt? Would you like to do so now? Möchten Sie das jetzt tun? Sie sind hier, es wird im Fernsehen übertragen. What you've done to these good people. Mark Zuckerberg wendet sich nach dieser Aufforderung an die Eltern. Es tut mir leid, wir werden sicherstellen, dass niemand mehr das durchmachen muss. Die Firmen wissen von den Gefahren für Jugendliche, würden aber aus Profitgier zu wenig dagegen unternehmen, so der Vorwurf. Mr. Zuckerberg, you and the companies before us, you have blood on your hands. Herr Zuckerberg, es ist nicht in Ihrer Absicht, aber Sie haben Blut an den Händen. Ihr Produkt bringt Menschen um. That's killing people. Für die Betroffenen war es wieder nur ein Hearing, wie alle Jahre wieder. Es ist fast, als stünden unsere Kinder zum Verkauf. Die Worte von Zuckerberg waren die größte Enttäuschung. Es brauche größere Bemühungen der Firmen zum Schutz von Jugendlichen, so die Politik. Zu schärferen Gesetzen, die dazu verpflichten würden, kann man sich, zumindest in den USA, allerdings auch nicht durchringen. Und in der ZIP 2 ist dazu der Kinder- und Jugendpsychiater Paul Plehner von der MedUni Wien zu Gast bei Marie-Claire Zimmermann. Bilder wie diese nähren die Befürchtung, dass wir in absehbarer Zeit im Plastikmüll ersticken. Wie groß die Gefahr ist und wie sie abgewehrt werden kann, gleich Thema nach den aktuellen Meldungen. Die Schweizer Bank Julius Baer wechselt im Zusammenhang mit vollen Krediten an die insolvente Immobiliengruppe Signa den Konzernchef aus. Philipp Rickenbacher tritt mit sofortiger Wirkung zurück. Mehr als 600 Millionen Euro an Krediten sollen wertberichtigt werden. Österreich soll für die Zahl der Asylanträge eine Obergrenze von 10.000 für das heurige Jahr einziehen. Das fordert der burgenländische SPÖ-Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil. Das Burgenland selbst will nur 330 Personen neu in die Grundversorgung aufnehmen.
Die Staatsanwaltschaft Krems legt Beschwerde ein gegen Änderungen der Haftbedingungen für Josef Fritzl, der mittlerweile seinen Namen geändert hat. Es geht dabei um eine bedingte Entlassung, also eine Überstellung aus den Maßnahmen in den Normalvollzug. Die Entscheidung liegt nun beim Oberlandesgericht Wien. Ein Erdbeben der Stärke 4,5 ist in der Nacht im Bezirk Neunkirchen in Niederösterreich verzeichnet worden. Rund um das Epizentrum am Semmering waren die Erschütterungen stark spürbar. In 160 Fällen wurden leichte Schäden wie Risse im Verputz berichtet. Der weltgrößte Musikkonzern Universal Music hat damit begonnen, im Streit um Lizenzgebühren Songs seiner Künstler aus der Video-App TikTok abzuziehen. Betroffen ist etwa Musik von Taylor Swift. Bisherige Verhandlungen sind gescheitert. Eine Welt ohne Plastik ist für viele nicht mehr vorstellbar, aber die Schattenseiten sind, wie hier, unübersehbar. Der Müllberg, der durch Plastik entsteht, wächst und wächst. Pro Jahr fallen etwa 350 Millionen Tonnen Plastikmüll an. Und wenn sich nichts ändert, dann könnte es bis 2060 dreimal so viel sein. Um die zunehmende Verschmutzung einzudämmen, will die UNO ein Abkommen zur Müllvermeidung auf den Weg bringen. Und da laufen gerade wichtige Verhandlungen. Die Erde ertränkt buchstäblich in Plastik. So drastisch formuliert es heute der Direktor der ESAG, also der Europäischen Wissenschaftsakademien. Hersteller und Verbraucher würden nicht ausreichend in die Verantwortung genommen, um die Plastikmüllberge zu verringern. Je mehr Plastik wir benutzen, desto mehr kommt in die Umwelt, belastet unsere Körper und unseren Planeten und sammelt sich an, mit Auswirkungen, die wir noch gar nicht wirklich verstehen. Derzeit arbeitet die UNO an einem globalen Abkommen gegen die Plastikverschmutzung. Es soll 2025 in Kraft treten. Für die Verhandlungen hat der Zusammenschluss der Europäischen Wissenschaftsakademien nun konkrete Empfehlungen vorgelegt, um die Verwendung von Plastik effektiv einzuschränken und damit die Umwelt zu schützen. Um das gesamte System zu ändern, müsse man von der Wegwerfmentalität hin zu Kunststoffmaterialien, die man wiederverwenden, recyceln oder kompostieren kann. Es brauche auch mehr Anreize für Pfandsysteme und ein Verbot der Zugabe von Mikroplastik in Produkten. Hugo von Hofmannsthal wäre heute 150 Jahre alt, der Lyriker, Essayist und Dramatiker, war etwa Mitbegründer der Salzburger Festspiele und steht daher für den bis heute andauernden Erfolg der Jedermann-Vorstellungen. Und er hat als Librettist gemeinsam mit Richard Strauss Musikgeschichte geschrieben. Das Wiener Theatermuseum zeigt jetzt eine Ausstellung, die Einblick in das umfangreiche Werk des Autors gibt. Hugo von Hofmannsthal, der schon mit 17 auf sich und sein Talent aufmerksam machte, war einer der wichtigsten Autoren zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Das Theatermuseum zeigt jetzt anhand von Regiebüchern, Bühnen und Kostümentwürfen, wie genau seine Vorstellungen auch für die Inszenierungen waren. Gezeigt wird vor allem auch die enge Zusammenarbeit mit Künstlern seiner Zeit, allen voran Richard Strauss. Sie war äußerst erfolgreich künstlerisch, aber auch kommerziell. Mit den Noten und dem Stück hat man auch gleich die passende Ausstattung mitverkauft, zum Beispiel beim Rosenkavalier. Ist eigentlich eine sehr moderne Art der Produktion, wenn man denkt, wie Cats auf der ganzen Welt gleich gespielt wird oder andere Musicals, kann man sagen, dass das wirklich schon ein sehr modernes Denken einer Theaterproduktion war. Mit nur 55 Jahren stirbt Hofmannsthal. Er hat österreichische Theatergeschichte geschrieben, nicht zuletzt mit dem Salzburger Jedermann. Bis heute ein Dauerbrenner der Salzburger Festspiele. Und wie geht's jetzt bei uns weiter? Der Sport berichtet gleich von einem der spektakulärsten Transfers der Motorsportgeschichte, und zwar dem Wechsel von Lewis Hamilton von Mercedes zu Ferrari. Die Seitenblicke waren bei der ersten Verleihung der Next Generations Awards, die viele bemerkenswerte junge und auch ältere Persönlichkeiten vor den Vorhang holte. Und Manfred Bauer hat gleich die Wetteraussichten für Sie. Schönen Abend noch. Auf Wiedersehen.